Herzlich willkommen, meine lieben Lilienfreunde, hier bei FIFA Orakel mit Grants. Moin. Gerade wo du angefangen hast, ist mir klar geworden, ich habe was vergessen. Oh nein. Da kannst du auch Controller anstellen. Richtig, go. Und ich habe das jetzt hier noch gesehen. So, ich weiß gar nicht, wer spielt. Ach ja, shit, das müssen wir jetzt wieder richtig machen. Darmstadt gegen Köln. Oh, das wird gar nicht angezeigt. Das wird mir auch nicht angezeigt, shit. Dann gehen wir davon aus, dass es richtig ist. Oder? Nein. Warum nicht? Doch. Das Update wurde doch gezogen. Was? Ich musste ein Update ziehen, als ich dir gejoint bin. Ja, stimmt, ich auch. Das ist das vom Wochenende wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass sich keiner verletzt hat. Letztes Mal unser bestes Spiel war ja Hamburg-Dortmund, haben wir ja richtig vorher gesagt, sogar mit Eigentor Hummels. Das war aber auch klar, dass der Hummels da wieder... Kann man mal einen Daumen hoch geben bei diesem Video hier. Oder auch einen Fake-Account erstellen und zwei Daumen hoch. Kann man, ne? Habe ich gehört, dass das so in sein soll. Ja. Wie cool, ich jetzt machen das jetzt heutzutage. Habe ich letztens auch gemacht. Ich habe letztens gesehen, dass Goro wirklich auf defensiv gestellt hat, als ich gegen ihn gekämpft habe. Dachte, das wäre nur so ein Spruch gewesen von ihm. Aber er hat die Wahrheit gesagt, Leute. Lüg dich doch nicht an. Na, sagt er. Mein Schatz. In einer Beziehung ist es auch das Wichtigste. Das Vertrauen wird ja sonst total geschmälert. Oh! Oh! Da habe ich schon kurzzeitig den Pfiff des Schiris gehört. Oh, ganz easy für Horn. Da wäre der Strohengel da gewesen. Na, der Gildo hat da gut gehalten, Goro. Oh! Ich hab mir schon gedacht, dass du grätschst. Bin ich schon extra angehalten. Kurz. Typisches Goro-Spiel. Ah, sauber, danke. Danke, Schiri. Danke. Was? Du kriegst Freistoß, aber das wäre, glaube ich, anders gefährlicher geworden. Ich war in der Vorwärtsbewegung. Na, das hat der Schiri nicht so gesehen. Gondorf! Ganondorf heißt er. Na, ist doch egal. Der von Zelda. Gondorf heißt er, glaube ich. Nee, einfach Gondorf sogar nur. Du hast es schon richtig gesagt. Ich wollte nur einen Joke machen eigentlich. Boah, du bist so witzig. Hat mal wieder nicht geklappt. Oh, der Pass war natürlich jetzt tödlich, Leute. Und ihr kennt meine Flankenkunst, die habe ich mir jetzt von Goro abgeguckt. Oh. Ein Problem für den Keeper. Da bin ich jetzt auch mal eine Millisekunde stehen geblieben, das bringt's voll. Wie unser TTT-Kollege Fisk meinte, wir lassen den Computer spielen. Genau. Fisk dachte, wenn wir Orakel lassen, wir zwei PC-Mannschaften gegeneinander spielen und kommentieren das. Was ist das für... Was ist das für ein gutes Konzept, ey? Wieso ist uns das nicht eingefallen, oder? Oh, doch nicht dahin. Hätten wir viel weniger Arbeit, Goro, warum machen wir das nicht so? Ich weiß es nicht. Und viel weniger Aggression. Ja, oder wir würden unseren PC kaputt treten, weil da so eine Scheiße war. Oh, der war Pro. Der war wirklich ziemlich gut. Oh, der war böse. Hab ich nichts gesehen. Er ist ein bisschen zu weit weg, um ihn direkt zu verwandeln. Ja, aber gelb. Aber für einen klasse Spieler wie... Habe ich nicht Hector? Hector hast du. Glaube, der hat einen guten Wumms, oder? Oh ja, siehst du, wer den Freistoß schießt? Ich wusste es. Oh! Wie schlecht war der nicht? War er nicht dran. Lilie, oh Lilie. Oh Lilie, oh Lilie. Oh, der eine liegt da. Da steht doch auf, Jung! Ist ja nicht, ist kein Urlaub, ey. Und gleich steht er wieder auf und kann einfach so weitermachen. So, das hasse ich ja bei Fußballern, ne? Haben sie aber gut programmiert hier bei FIFA. Boah, der Strohengel setzt sich da durch, der. Da flankt der Strohengel, da ist er, nee, kommt! Nee. Bisschen Tal. Horn heißt er übrigens, nicht Kopf oder was du da gesagt hast. Oh, Alter! Ey! Willst du eine Verletzung vorhersagen oder was? Kann ich angehen. Oh, noch die nächste Gelbe. Die ganze Innenverteidigung von Goro. Alter, Zulu. Gulu. Zulu heißt er. Zulu! Zulu. Wow. War ein bisschen spät. Okay, pass auf, Leute, jetzt kommt ein Pro-Move. Oh, den macht er kurz. Den macht er so kurz, ey. Macht er nicht kurz. Oh! Gut gedacht, Grants. Gut gedacht. Dass einer deiner Spieler verletzt ist, weißt du, ne? Nee, ist er jetzt wirklich verletzt? Ich dachte, er hat doch. Er stand da oben.
Ah, habe ich jetzt keine Zeit zu. Oh Gott, all alone. Da hast du ein bisschen das Tempo rausgenommen jetzt, unbeabsichtigt, ja, glaube ich. Aber Rausch. Horn! Rausch ist gut, in der Flanke. Ah, den kriegt er nicht mehr. Oh shit. Oh shit! Den hat der Strohengel nicht richtig. Abseits? Naja, echt? Okay. Hätte ich mir gerne nochmal angeschaut eigentlich. Hätte ich auch, aber ich habe nicht weggedrückt. Hä? Oh, was war das denn für eine Kacke wieder, ey? FIFA, oh FIFA, oh FIFA. Oh Modest. Nein, der ist die Kacke. Rosenthal. Jetzt kommen wieder die richtig guten. Ey, das war abseits. Kann man mal die Fahne heben, Schiri? Schiri, was ist da los? Das war aber kein Abseits. Zu weit nach hinten. Was? Der ist noch drin? Der ist noch heiß, Junge. Der leitet jetzt die Konter ein, weil du da geschlafen hast. Oh mein Gott, das wird mich ja so ärgern. Na, shit. Wieder so ein Stufel-Ding. Wieder so ein Stufel-Ding. Hatte ich schon befürchtet jetzt, weil der Ball da schon wieder so komisch rumflog, ey. Ja, und du warst auch schon wieder so still, ey. Ja, aber es war schon wieder so ein Ding, weißt du? Das ist so ein Ding, was reingeht. Oh, ganz schwach von Voigt. Der ist mega gefährlich. Wow, ich hab mein Kopfballduell gewonnen. Der ist mega gefährlich, ey. Ja doch, bei dir sind die immer alle gefährlich, leider. Ist ja das Problem. Bei mir nicht, aber bei dir... Oh, schon, shit. Ja, interessantes Spiel, also... Geht noch nicht so viel gerade zusammen bei beiden, ne? Nee. Denke auch im echten Leben wird das eher so... Boah, da wollte er wieder, Alter, das ist doch nicht wahr, ne? Er nimmt hier Verletzungen in Kauf, der Go, ey. Ja. das habe ich gut erkannt. Oh, oh! Bittenkurt, ey. Oh, Strohengel, gar nicht, kein Problem. Boah, der Strohengel, wa? Oh, Lehmann, komm! Ah, zu nah, zu direkt auf den Keeper. Hello, ey. Vorne, lauf. Nein. Was denn? Abseits. Wo denn? Können wir das bitte nochmal sehen? Paralleluniversum. Guck mal. Der sieht nicht so aus, als würde er sich irren. Ja. Oh, okay. Oh. Schon so ein bisschen vielleicht. Ja, war eine knappe Entscheidung. Du hattest vier Spiele im Abseits. Ich weiß. Oh mein Gott, wieso verteidigst du ihn heute so gut? Hast du die ganze Woche geübt? Ja. Ah, okay. 0 zu 0 zur Pause, haben wir lange nicht mehr gehabt. Nee, das stimmt. Aber ich habe ja auch einen verletzten Spieler, ist das Problem. Immerhin habe ich einen Schuss aufs Tor, so. Ja, das sagt, in so einem Spiel ist das natürlich sehr ausschlaggebend. Aber man kann auch mit 0 Torschüssen 2-0 führen. Alles schon gehabt hier bei FIFA, Leute. Alles schon da gewesen. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mal wechseln. Ich auch, aber von den gelben Karten hier nämlich nicht so gut aus. Anderen Spieler sind mir zu schlecht. Ja, nicht so geschmeidig, aber... Oh, der Jungwirt. Hättest du wieder den obligatorischen Freistoß einbauen können? Ja, das habe ich mir eigentlich auch gedacht im Nachhinein. Wow, nichts am Stuckel. Und nur der Goro bei, der klassische hier. Oh, der Pass. Der Pass, Goro. Und jetzt kommt eine Monsterflanke von Granz. Ah.
Wie kriegst du die jedes Mal auf den Mann, ey? Das ist... Lehmann, was ist da los? Alter! Was ist das? Rennen mich rein halt, einfach. Was, da kann ich da nichts für, ey. Wow, okay. Alter, hör doch mal auf, den weißt, so zu bedrängen. So warum passe ich denn zu dir? Ah, danke. Okay, jetzt sind wir wieder quitt, ey. Komm, Lehmann, 1-0. Nein, du Monster! Wieso grätschst du? Wieso hast du gegrätscht? Du Monster. Guckt euch das an, Leute. Das wäre doch ein super Schuss geworden. Du Monster. Hier kann die Wolf. Leider, ey. Boah, hast du den Dropkick gesehen? Okay. Boah. Wenn du den gekriegt hättest, wäre das nicht so cool. Alter! Gorbei, der alte Gauner, ey. Rache. So wird man vom Ball getrennt mit fairen Mitteln. Es ist rumgestoke hier. Oh. Ich kann es mir eigentlich nicht angucken. Modest. Wow. Komm schon, Vogt! Oh! Matenia! Was ist los bei uns? Gutes Spiel, Leute. Das macht richtig Laune heute. Macht richtig Laune heute. Gehen wir richtig am Arsch vorbei, das Spiel. Eins der besten Spiele von uns, ey. Spannung bis zum Abwinken. Oh. Matenia, ey. Ja. Oh, da will er sich dick vorlegen. Denkt, er ist ein Pro irgendwie. Alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin. Be a Pro. Ey, Schiri. Was denn? Ball gespielt, eindeutig. Ball gespielt? Kollateralschaden mit deiner Umkippung. Hast den Mann echt umgeholzt? Nein. Nein! Fick die jetzt Oma, geht's ey. Wieder in die andere. Oh! Mo! No! Warum? Heute spielt Goro irgendwie verdickt, Leute. Oh, das ist die gelbe für mich auch. Nee, nee, nee. Warum flankst du denn auf mein Torwart ein? Gelbe holst du noch ab gleich. Oh! Oh, okay. Oh! Einfach mal kurz weg damit. Nee! Wenn so ein Ding reingeht, dann kriege ich ja schon wieder zu viel. So, jetzt kommt die gelbe für mich. Alter. 70. Mann. Alles im Angriff. Alles auf Angriff. Da war Wumms hinter, ey. War nicht schlecht, ne? Dafür, dass er so krass aus der Entfernung war. Ja, Ada. Ja. Kann man Geld geben. Kann man nochmal Geld geben. Ja. Sind wir uns einig, denke ich, nicht? Oh, guck mal, er denkt, er kann eine Taktik jetzt anwenden. Oh nein, nicht mein. Boah, der Horn, da hat er den Magneten wieder drin. Verdammt, was war das denn für ein Pass? Das wäre aber unverdient. Ey, das wäre sowas von verdient gewesen. Hätte ich mich belohnen sollen für die Aktion. Modest belohnt sich jetzt, mein lieber Freund. Oh! Der Klassiker! Das ist nicht der Klassiker. Verfickte Scheiße. Können wir nochmal eine meine Chance sehen? Die geht auch gegen den Pfosten. Ja, und? Aber geht nicht rein. Guck mal, so macht man das Geruch. Grenze lackt sich durch, Leute. Der Klassiker vom Modest. Ich schwöre euch, es lohnt sich. Grenze lackt sich durch. Ey, wenn wir mal alle Szenen so zusammen. Oh! Das war mal Körpereinsatz, wa? Oh, er will schnell machen. Er will schnell machen. Lauf doch mit davon. Er will schnell machen. Wenn wir mal. Oh, Grenze lackt sich durch, Leute. Grenze lackt sich durch. Das war unverdient jetzt 2-0. Ja.
Jetzt, das Ergebnis spielt das Spiel überhaupt, spiegelt das Spiel überhaupt nicht wieder. Ja, das stimmt leider. Oh, aber was soll ich machen? So, weißt du, den muss ich ja reinmachen. Ich kann ja nicht jetzt einfach dann so sagen, oh. Da muss ich mir dann auch selber eingestehen, dass ich einfach gut herausgespielt habe. Nein, geh weg, Junge. In 4 Minuten. Da habe ich die Chance und dann macht er zwei Dinge. In 4 Minuten wieder die Hoffnung zerstört von Goro. Das ist, vor allem, es ist wieder so unverdient. Das ist wieder so typisch Grants. Ja, komm, aber 1-0 ist ja in Ordnung. So, wenn irgendjemand 1-0 in Führung geht in dem Spiel, hätte ich es in Ordnung gefunden. Aber nicht direkt dann das 2-0 dahinter. Da gebe ich dir recht. 1-0 hätte ich auch bei dir in Ordnung gefunden. Weil es hat sich nichts genommen eigentlich. Wir haben beide gut gespielt. Ja, aber 2-0, jetzt fällt das 3-0 bei. Ja, ich geh halt offensiv, was willst du machen? Modest! Ja, okay, wenn der jetzt reingegangen wäre, so ein cooler Ding. Oh no. Oben. Da muss man auch mal einen Abwehrriegel einschalten, Leute. So, immer jetzt spiele ich auf Zeit. Oh! Wo kommt der denn auf einmal da so ganz frei her? Nein, geh doch. Nee, die gehen schon wieder nicht hin. Abseits. Aber Horn hätte ihn eh gehabt. Also ganz ehrlich, ne? Horn hätte ihn gehabt, aber es ist einfach. Chill, Junge. Das ist Fußball, sagt man immer dann in solchen Situationen. Ja, es ist Fußball. Kretz lackt sich durch. Modest hat halt den Unterschied gemacht. Hauptsache meine springen immer so aus 20 Metern Entfernung. Also, das ist doch noch ein Wurf. Ja, können wir das wieder abpfeifen? Ja, der Schiri, der hat sich heute auch wieder was zusammengepfiffen. 2-0, Leute. Ist Spielverlauf war eindeutig auch auf meiner Seite. Nein, okay, Leute, aber ein 1-0 wäre auf beiden Seiten in Ordnung gewesen, aber 2-0 hätte ich 1-0 hätte ich nichts gesagt. Aber nicht mit so einem Lacker-Ding wahrscheinlich, ne? Ach, das Lacker-Ding war wieder so typisch, aber das zweite war zu viel. Da, die schütteln sich die Hände, siehst du? Ja, modest, ey. Oh, Leute. Fahr ich gleich nach Hause. Schüttelt euch auch die Hände und morgen haben wir ein Highlight für euch, ja? Das ist Nordderby Bremen gegen Hamburg. Ja, ich kotze jetzt schon. Haut rein.